Ja, hallo. Herzlich willkommen zu HEZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Und ganz herzlich willkommen, Bernd Uhlmann. Bernd Uhlmann sitzt irgendwo im Norden Deutschlands, soviel ich weiß. Also erstmal herzlich willkommen. Und hat hinter sich eine wunderbare Wand mit ganz vielen Kabeln und sowas. Was Sie da haben, ist ja was richtig Wichtiges, oder war mal was ganz Wertvolles. Definitiv. Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich muss leider gleich ein bisschen korrigieren. Ich sitze in der Mitte Deutschlands, in der Nähe von Frankfurt. Oh. Bei Wiesbaden, neben Bad Schwalbach sitze ich. Und was man hier hinter mir sieht, ist ein typischer Vertreter eines Analogrechners aus den späten 1960er Jahren. Und das ist etwas, was nicht nur wichtig war, sondern meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig werden wird wieder in Zukunft. Ja, Analogrechner sind ja von der Struktur her was ganz anderes als das, was ich immer vertrete. Es sind keine Digitaltechnik, sondern das ist ja richtig noch, ja, sind Operationsverstärker. Ja, genau. Daher bekamen übrigens Operationsverstärker ihren Namen. Die heißen so, weil man damit mathematische Operationen implementieren konnte. Ah ja. Aber ich meine ja, ich hab ja auch noch einen Analogrechner. Haben Sie ja auch noch, haben wir so eben gesehen, hier sowas, so ein... Bei mir ist ein Aristo, bei Ihnen vielleicht ein Nestle oder sowas. Genau, bei mir ist das ein Faber-Castell. Ich bin so ein Faber-Castell. Oder Faber, ja. Genau. Das war so, als ich das Studium begann, war das der, also das war der Tischrechner und hier der Kleine war der Taschenrechner des Ingenieurs. Die sind ja auch analog, das sind ja einfach nur Logarithmen aufgetragen und sonst nichts. Aber die Operations- oder die Analogrechner, mit denen Sie sich ja ganz intensiv befassen, sind ja im Prinzip wirklich nur Verstärker, Kondensatoren und sowas, mit denen man wunderschön Simulationen in Echtzeit machen kann. Genau, also die Idee ist im Prinzip übrigens gar nicht mal so weit weg von der Idee eines Quantencomputers. Die Idee ist, dass ich mir ein elektronisches Modell für ein Problem mache, das ich lösen möchte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel was summieren möchte oder so, dann greife ich auf die Kirchhoffsche Knotenregel zurück, dass sich Summenströme an einem Knotenpunkt zu Null aufaddieren. Das heißt, ich lasse wirklich die Physik für mich mathematische Grundoperationen implementieren. Und aus technischen Gründen braucht man auch aktive Bausteine dafür. Und das sind typischerweise Operationsverstärker, von denen man dann Hunderte oder perspektivisch auch Tausende in der großen Maschine hat. Und ich baue dann wirklich eine Schaltung auf, die aus ganz vielen mathematischen Rechenelementen besteht. Mein Beispiel, das ich immer Studenten oder so gebe, ist was ganz Simples. Wenn man sich mal vorstellt, sowas wie Klammer auf A plus B, Klammer zu mal C. Kann sich jeder vorstellen. Ich addiere zwei Werte und danach multipliziere ich noch. Wenn ich das auf einem klassischen Digitalrechner mache, das heißt algorithmisch, muss ich erstmal A aus dem Speicher laden, ich muss B aus dem Speicher laden, ich muss die beiden addieren, ich muss C aus dem Speicher laden, ich muss eine Multiplikation durchführen und ich muss das Ergebnis irgendwann wieder in den Speicher bringen. Das heißt, digital habe ich 6 Instruktionen gebraucht, um Klammer auf A plus B, Klammer zu mal C zu rechnen. Ein Analogrechner macht das ganz anders. Der hat gar keinen Algorithmus, der hat keinen Speicher, der hat eigentlich gar nichts von dem, was man sich von einem Digitalrechner so vorstellt. Ich habe aber Rechenelemente, zum Beispiel eine Blackbox, erstmal egal wie die funktioniert, die kann addieren. Da gebe ich mein A und B hinein und ich kriege die Summe raus. Und das, was rauskommt, das stecke ich in den Multiplizierer und der bekommt als zweiten Eingang noch das C. Das heißt, am Ende habe ich 2 Rechenelemente, hier einen Addierer, hier einen Multiplizierer und die verbinde ich wirklich mit Kabeln miteinander. Ich repräsentiere meine Werte zum Beispiel als Spannungen. Ich rechne wirklich 2 Volt plus 3 Volt sind 5 Volt. Aus technischen Gründen werden minus 5 Volt raus, aber das führt hier zu weit. Ich habe also auf Basis elektronischer Bauelemente, wobei das Herzstück immer ein Operationsverstärker ist, Rechenelemente, die können addieren, die können multiplizieren und, das ist das wirklich Tolle an einem Analogrechner, sie können integrieren und die verschalte ich miteinander. Und was man so ein bisschen hinter mir sieht, das ist ein echtes Programm eines Analogrechners. Man sieht es vielleicht im Hintergrund, das ist ein Haufen von Kabeln und die sind das Programm, die verschalten meine Rechenelemente miteinander. Also so Kabelsalat habe ich zuletzt bei Michael Menze gesehen, der macht mit Analog-Synthesizern Musik. Genau, und das sind auch Analogrechner, allerdings sehr spezialisierte. Die haben halt keine, sagen wir mal, sauberen mathematischen Funktionen implementiert, aber dafür habe ich Voltage-Controlled Oscillators und Amplifiers und Filters
Und was ich brauche, um Töne zu erzeugen. Dazu hatte ich übrigens vor einiger Zeit eine Aufzeichnung gemacht mit Hainbach und Hans Kulk. Das sind zwei bekannte Namen aus dem Bereich elektronischer Musik. Und in der elektronischen Musik spielen nicht nur klassische Synthesizer eine große Rolle, sondern zunehmend auch Analogrechner. Die Leute kommen nämlich auf die Idee, dass man zum Beispiel Mathematik hörbar machen kann, indem ich einen klassischen Synthesizer mit einem Analogrechner ansteuere, was ziemlich coole Klänge erzeugt. Jetzt haben Sie ja nicht nur den einen Rechner, der hinter Ihnen zu sehen ist. Sie haben, ich weiß nicht wann, vor ewig langen Zeiten mal angefangen, sich intensiv mit Analogrechnern zu befassen und die zu sammeln und zu restaurieren. Genau, also ich habe schon als Teenager angefangen, Analogrechner vor dem Schrott zu retten, weil ich diese Idee so unglaublich faszinierend fand. Und diese Faszination hat mich nie losgelassen. Und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ist die vermutlich wohl wirklich größte Sammlung von Analogrechnern draus geworden. Wir, meine Frau und ich, nähern uns hier mittlerweile den knapp 100 Analogrechnern in der Sammlung. Und nicht alle sind in der Größe. Wir haben welche, die sind deutlich größer. Wir haben zwei Maschinen, die mussten mit einem Kran und einem Schwerlasttransporter gebracht werden. Wir haben aber auch Maschinen, die sind ganz klein, Schulungsanalogrechner, die kann man einfach in die Hand nehmen oder auch irgendwo hin mal mitnehmen. Jetzt habe ja vorher mal auf Ihrer Webseite gestöbert, die sehr interessant ist. Da sieht man denn, dass viele von den Rechnern noch mit Röhren laufen. Genau, also ich habe einige Maschinen mit Röhren. Genau, Heathkit EC1 zum Beispiel oder von Donner Analogrechner, ja. Jetzt habe ich, weiß ich aus meiner ganz, ganz frühen Erfahrung als Fernsehreparateur, dass die Röhren nichts anders machten, als immer wieder kaputt gehen. Gerade die PY, wie heißt sie, 88er. Die DEL schießt mich tot, irgendwas. Ja, die hielten alle nicht lange. Ja, wobei, da muss man sagen, im Fernseher werden oder wurden solche Röhren auch wirklich massiv belastet. Also gerade Hochspannungsgleichrichter, DY82 oder sowas oder die Zeilenrücklaufgeschichte mit der PY, das waren Hochleistungsröhren, die aber auch wirklich bis an die Grenze belastet worden sind. Das ist bei Analogrechnern zum Glück nicht der Fall. Also Röhren haben in dem Verwendungszweck eine erstaunlich lange Lebensdauer, sind eigentlich das, wo ich mir am wenigsten Sorgen drum mache, wenn ich sowas restauriere. Die meisten funktionieren. Manchmal hat man mal eine, die Luft gezogen hat. Das sieht man dann aber, wenn der Getterspiegel weg ist. Aber was wirklich deutlich mehr Mühe macht, sind Elektrolytkondensatoren. Die sind größtenteils alle im Eimer nach Jahrzehnten. Und interessanterweise auch Widerstände, gerade Kohleschichtwiderstände altern ganz, ganz schlecht. Die driften teilweise um Faktor 2 bis 10, was ihre Sollwiderstände angeht, weg. Und es ist manchmal, also heute gar nicht mehr so einfach, Hochlastwiderstände zu bekommen, die genau dann 100 K mit 5 Watt, das wird langsam schon schwierig, sowas zu ersetzen. Ich suche im Moment sowas. Mir ist irgendwo einer durchgebrannt und ich finde keinen Ersatz. Wahrscheinlich werde ich jetzt Elektronik bauen müssen. Denn ich kann ja den Widerstand theoretisch auch mit einem Transistor nachbilden nachher. Das stimmt natürlich, aber da sollten wir im Nachgang mal kurz sprechen. Wahrscheinlich habe ich was Passendes hier, das kann ich Ihnen Ja. schicken. Wenn Sie so einen Rechner programmieren, da gibt es bei Ihnen auf der Webseite ein wunderschönes Filmchen, da machen Sie so ein Masse-Dämpfer-System und lösen das dann als, wie ich im Vorgespräch schon sagte, in einer Differentialgleichung auf, die nie wirklich mein Liebling waren, und bilden das dann relativ einfach nach. Und bei komplexen Systemen, wie macht man, sitzt man denn da monatelang irgendwelche Gleichungen auflösen oder und dann hinterher die versuchen in Schaltungen zu gießen? Also es ist interessanterweise gar nicht so schlimm, wie man denkt. Am Anfang ist das wirklich ehrfurchtgebietend, dieser Kabelverhau, den man sieht bei komplexen Analogrechnerprogrammen. Also ich habe Programme, da sieht man wirklich das sogenannte Patchfeld kaum noch vor Kabeln. Es ist einfach nur noch ein massiver Wust aus Strippen und man denkt sich, oh mein Gott. Interessanterweise ist es eigentlich einfacher, einen Analogrechner zu programmieren, als einen Digitalrechner zu programmieren. Nein. Doch, ist es. Warum?
Mal angenommen, ich möchte irgendein ingenieurwissenschaftliches Problem bearbeiten, zum Beispiel so ein Massefederdämpfersystem oder ein Mehrmassenschwinger, wenn ich zum Beispiel ein Automobilfahrgestell betrachte oder sowas. Egal, ob ich das digital oder analog mache, ich brauche ein mathematisches Modell. Ohne geht's gar nicht. Das heißt, ich muss mein Problem so oder so als Differentialgleichung beschreiben. Wenn ich jetzt einen Digitalrechner habe, dann brauche ich, um meine Differentialgleichungen zu lösen, zum Beispiel sowas wie Mathematica oder MATLAB oder so. Aber das sind unglaublich komplexe Softwaresysteme. Wenn ich die nicht hätte, wenn ich wirklich bei nichts anfangen muss, dann müsste ich erstmal eigene Bibliotheken implementieren, die mir zum Beispiel die Integration korrekt machen. Was gar nicht mal so trivial ist auf dem Digitalrechner. Dafür gibt es ja das Fachgebiet der numerischen Mathematik. Der Teufel steckt irrsinnig im Detail, wenn man was mit Gleitkommazahlen zu tun hat. Aber ich brauche so oder so eine mathematische Beschreibung meines Problems. Das Tolle an meinem Analogrechner ist, in dem Moment, wo ich die mathematische Beschreibung des Problems habe, kann ich im Prinzip schon anfangen zu stöpseln. Das ist nämlich wirklich erstaunlich einfach, das Verfahren, wie ich von der Gleichung zur Rechenschaltung komme. Es ist wirklich so ein Schema-F-Verfahren, das man innerhalb von einem Tag ganz locker lernen kann. Das heißt, ich muss im Unterschied zum Digitalrechner nicht noch zusätzlich algorithmisch denken dabei. Es reicht, wenn ich mein Problem verstanden habe, um das Problem dann auf den Rechner zu bringen. Beim Digitalrechner, wenn ich jetzt nicht fortgeschrittene Softwarepakete wie schon die genannten MATLAB oder Mathematica habe, dann würde die eigentliche Arbeit erst anfangen. Ich brauche Algorithmen, um meine Differentialgleichungen zu lösen. Das fällt hier weg. Insofern, es ist ohne Witz, wenn man sich darauf einlässt, wirklich einfacher als einen Digitalrechner zu programmieren. Sagt der Mann, der mit Differentialgleichungen wahrscheinlich aufwacht. Aber wie gesagt, die braucht man digital natürlich auch, wenn ich ein entsprechendes Problem lösen möchte. Aber das ist ein guter Punkt. Man sollte nicht verschweigen, der Analogrechner ist eine Spezialmaschine. Der Digitalrechner kann alles. Der Analogrechner ist eine Spezialmaschine zur Lösung oder Simulation von dynamischen Systemen. Das heißt, sowas wie Word kann da nicht drauf laufen. Für mich als Microsoft-Verweigerer ist das natürlich ein riesen Pluspunkt. Aber der Analogrechner hat nicht mal einen Speicher. Das ist einer seiner großen Vorteile. Wenn man sich anschaut, die Idee des algorithmischen Programmierens, die ist natürlich unglaublich genial. Ich kann alles damit machen mit einem Digitalrechner. Aber das kostet natürlich auch was, nämlich ich opfere die Parallelität dafür. Ein Algorithmus ist erstmal sequenziell. Tu dies, tu das, tu jenes und wenn das Ergebnis null ist, spring. Das wieder zu parallelisieren, um es auf einem massiv parallelen Rechner laufen zu lassen, ist unglaublich mühsam und hat eher was mit einer Kunst als mit einer Wissenschaft zu tun. Das ist der Idee des Algorithmus an sich geschuldet. Und der Analogrechner, der darauf verzichtet, der hat zwar keinen Speicher, das heißt, ich kann nicht ohne weiteres was persistieren, aber dafür arbeitet alles vollkommen parallel. Ich habe nie etwas, was Schritt für Schritt, was sequenziell abläuft auf einem Analogrechner. Das heißt, ich habe zwar eine Spezialmaschine, aber in den Anwendungen, für die er geeignet ist, ist er unschlagbar gut, was Geschwindigkeit und Parallelismus angeht. Also wenn man jetzt mal von den Reglern absieht, die irgendwo in Heizungen drin sind oder sowas, gibt es eigentlich noch analoge Rechner oder Analogrechner? Gibt es heute noch Einsatzgebiete, bei denen wirklich man auf Analogrechner nicht verzichten kann und die nach wie vor gebaut werden? Denn ich meine, eine Realtime-Simulation ist ja was Tolles. Ja, genau. Also nach wie vor ist so eine Sache. Wir, unsere kleine Firma, noch klein, wir hoffen natürlich, dass sie wächst, die Anabrit, wir bauen Analogrechner. Och. Und es ist ein erstaunlich großer Markt dafür da, muss man sagen. Der wird auch zukünftig wachsen. Wovon man natürlich weg muss, ist so ein Kabelsalat wie hinter mir. Das ist zwar cool, aber das gehört definitiv in ein Museum. Sieht wunderbar aus. Definitiv, und es macht unglaublich viel Spaß, sowas zu programmieren, aber es ist natürlich auch unpraktisch. Bis sowas steckt, da ist man schon eine Stunde beschäftigt. Das heißt, Programmwechsel ist für so einen klassischen Analogrechner was sehr, sehr Mühsames. Ich muss, wenn ich Pech habe, wirklich das gesamte Programm abstöpseln und muss ein neues stöpseln. Das muss man natürlich anders lösen. Aber wenn man das anders löst, und das ist mit den heutigen technischen Mitteln problemlos möglich, dann bekomme ich eine Maschine, die ich wirklich als Co-Prozessor für modernste Digitalrechner nutzen kann. Wenn man sich nämlich anschaut, wofür viel, viel Rechenleistung verbraucht wird, zum Beispiel in den Life Sciences, in Computational Fluid Dynamics, das sind häufig Probleme, die an sich
super für einen Analogrechner geeignet sind, nur klassisch nicht auf einem Analogrechner machbar waren, weil entweder der Programmieraufwand exorbitant groß war, beziehungsweise der Bedarf an Rechenelementen zu hoch gewesen ist. Wenn ich das Ganze aber auf einen hochintegrierten Baustein bringe und da sind wir und andere Firmen auch am Arbeiten, dann habe ich perspektivisch wirklich die Möglichkeit, meinem Digitalrechner nicht nur eine Grafikkarte als Koprozessor, das kennt ja jeder heutzutage, CUDA oder sowas, zur Seite zu Ja. stellen, sondern eben auch einen Analogrechner. Das heißt, wenn ich ein dynamisches Problem habe, zum Beispiel aus den Life Sciences oder so, dann mache ich das zukünftig hoffentlich nicht mehr numerisch, sondern indem ich mein Programm in einer neuen Programmiersprache schreibe, die diesen Analogrechner on Chip programmiert, der dann als Co-Prozessor das Problem irrsinnig schnell löst. Und der Digitalrechner muss nur das Problem zum Analogrechner schieben und die Ergebnisse wieder abholen. Insofern, es ist gerade ein Markt im Entstehen, aber ein sehr, sehr großer Markt. Also jetzt nochmal, Sie haben das wunderschön erklärt. Mal gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Sie nehmen also im Prinzip einen Digitalrechner, der virtuell ein Steckfeld steckt des Analogrechners und dann die Ergebnisse wieder ausliest und dann schön grafisch darstellt zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Das nennt man dann einen Hybridrechner. Die Idee ist auch überhaupt nicht neu. Also die Idee des Hybridrechners, des Koppelns von Digitalrechnern mit Analogrechnern, geht auf die 50er Jahre zurück. Das kam aus der Luft- und Raumfahrttechnik. Wenn man an die Zeit des Kalten Krieges denkt, Luft- und Raumfahrttechnik war ja die Branche überhaupt. Und einen Flugsimulator zu bauen, der wirklich ein realistisches Flugerlebnis für einen Testpiloten oder für Trainingsflüge liefert, ist mathematisch unglaublich kompliziert. Das war damals mit Digitalrechnern überhaupt nicht möglich. Dass das heutzutage geht mit Microsoft Flugsimulator oder sowas, das ist noch gar nicht so lange her, dass das funktioniert. Also noch in den 90ern war das eine Katastrophe, ein digitaler Flugsimulator. Und deswegen hatte man schon in den 50ern angefangen, warum nehme ich nicht einen Analogrechner, der die wirklich schwierige Mathematik in Echtzeit löst? Und einen Digitalrechner, der die ganzen langsamen Sachen macht, zum Beispiel Positionsberechnungen oder Steuerungen, wo bin ich überhaupt in meiner simulierten Fluglandschaft oder sonst irgendetwas? Und so ein Hybridrechner, solche Hybridrechner, die werden ganz sicher eine dominierende Rechnerspezies in Zukunft werden, weil man viele Probleme eben sehr, sehr gut auf dem Analogrechner lösen kann. Und der Digitalrechner als Allzweckmaschine ist prädestiniert dafür, dass man ihm Koprozessoren zur Verfügung stellt. Hat man ja auch jetzt schon, nicht nur Grafikkarten, es gibt ja auch schon viele Koprozessoren für künstliche neuronale Netze und sowas. Und genauso brauchen wir in Zukunft Koprozessoren für dynamische Probleme. Und für künstliche neuronale Netze sind Analogrechner auch hervorragend geeignet. Also Sie wollen denn hergehen, wollen denn eine, sagen wir mal ganz primitiv, eine PCI-Karte oder PCI-Express-Karte, Genau. die ich in meinen Arbeitsplatzrechner reinstecke und der schmeiße ich dann irgendein analoges Problem vor die Füße und Genau. kriege dann in Realtime die Daten zurück. Das heißt, Ganz der genau so. PC würde, also der Rechner, Digitalrechner, würde in dem Fall einfach die Daten, die Umweltdaten anliefern. Also im einfachsten Fall ja, aber er kann viel mehr machen. Also man kann hybrid auch ziemlich coole Sachen machen, die man rein analog gar nicht hinbekommt. Also man kann zum Beispiel sehr viel höhere Genauigkeiten erreichen, indem der Analogrechner zum Beispiel gute Startwerte für ein numerisches Verfahren liefert und das numerische Verfahren verfeinert dann die gefundene Lösung. Man kann Problemlösungen bauen, bei denen wirklich der Digital- und der Analogrechner zusammenarbeiten. Der Digitalrechner erzeugt zum Beispiel on the fly komplizierte Funktionen oder sowas. Die Grenzen sind da wirklich, also beliebig weit nach draußen zu schieben mit genügend Fantasie. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu Ihrem Museum. Wenn jemand Interesse daran hat, sich das anzusehen, kann sich denn bei Ihnen melden? Genau. Über die Webseite kommt man ja ohne weiteres an dieses Analogmuseum ran. Und dann, wenn Sie denn zufällig mal Zeit haben, dann zeigen Sie auch ganz stolz Ihre Errungenschaften. Auf die können Sie auch stolz sein. Dankeschön. Wobei, ich habe ja außer dem Sammeln und Bewahren nicht sehr viel dazu beigetragen. Aber es stimmt, also wer Interesse hat, sich das mal anzuschauen, auch im Betrieb, weil die meisten der Maschinen hier sind wieder funktionsfähig, kann mir einfach eine Mail schreiben und dann machen wir einen Termin aus. In der Regel haben wir so pro Woche 1 bis 2 Besucher, die kommen. Es ist ganz erstaunlich, wie viel Interesse das Thema schon die ganzen letzten Jahre, nach sich gezogen hat. Sehen Sie, sogar so ein Digitalfreak wie ich ist darauf aufmerksam geworden. Wir kriegen sie auch noch.
Herr Uhlmann, für diesen ersten Schuss erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit hatten und das toll erklärt haben. Und wir bedanken uns auch bei Ihnen, dass Sie dabei waren. Wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Und bis bald hier auf hansschmitz.org.